Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Faust-Projekt auf der Gold Quest Valley mit dem Freezy, mit dem Sachsen-Player und mit dem McManus. Hi, hallo. Leute. So. Ui, Freezy, nicht so stürmisch heute. Ja. Müsst ihr diese Woche mal was geschafft kriegen. Du Affe. Alter, sagt er, der immer die kleinen Streichhölzchen zusammengesucht hat, ey. Ja. Werner, hier unten liegt noch was für die Hand. Oh, da sind wir dabei. Moment. Ah, hier, okay. Da. Geht das oder ist er. Ja, kein Problem. Alles klar. Also, ne? Aber wenn du ärgerst, wirst du nicht grün und zerreißt dein T-Shirt oder so, oder? Nee. Okay. Bin ich ja beruhigt. Halt nur morgens die Pillen nehmen, da geht das. Ja. Der Refusi, muss er ja auch immer. Ah, okay. Kurz bevor mit seiner Freundin. Oh, jetzt auf jeden Fall, wird das hier Fehlerkorrektur, Freezy, oder? Das wird Fehlerkorrektur, ja. Alles klar. Mach dir nichts draus, 27 Jahren hast du das gleiche Problem. Glaube nicht, Tim. Ja, doch. Nein. 20 Jahre. Viagra ist keine Schande. Aber was ist keine Schande? Viagra ist keine Schande. Nee. Außerdem hat der, also war der Sachse gerade noch gnädig zu dir. Ich brauchen werde. Außer mich. Ah, hier liegt auch noch einer, Werner, für die Hand. Alles klar. Dann ist aber der Hänger gleich mal voll, ne? Hast du gehört, Tino? Was? Ja, nochmal bitte. Außerdem war Randy noch gnädig zu dir, der gibt dir noch 20 Jahre. Ah, ja. Gibt dir noch 2. 50 fängt das Leben an. Wochen. 50 fängt das Leben an. Reicht ja nichts, Jahr. Ey, was war denn das? Ich hab heute im Radio gehört, dass Männer mit dem Alter immer glücklicher werden. Siehste, sag ich doch. Welche Universität war das? Keine Ahnung. Der Polnische. Alles klar. Oh! Das ist bestimmt los hier. Oh. Bin zu klein. Halt bitte mal den Sicherheitsabstand ein. Ich fühle mich ein bisschen angedrängt. Diskretion angedrängt. Angedrängt. Ja. Oder bedrängt. Ja, bedrängt wollte ich sagen. Angedrängt. Ich bin auch manchmal angedrängt vorm Fortgehen. So, aber weißt du, was wir jetzt mal machen? Für Sie, lass mal kurz die Traktoren tauschen. Geht nicht? Alles klar, seht ihr das auch? Ja, wenn wir uns LOL! Das Video rumfummeln. Ich dachte, warum wirft der das ab? Aber ja, okay. Ne? Ich sitze hier wieder. Warte mal. LOL. Jetzt nicht mehr. Jetzt? Was ist denn hier los, Alter? Jo. Jetzt so. Perfekt. Ja. Der stört mich hier ein bisschen. Perfekt, wenn wir die Graz, ja. Einmal bitte raus. Danke. Bitte. So. Ich will mal gucken, cool, ob der hier ein bisschen mehr Leistung hat. Es kann natürlich jemand anders sitzen, das Holz hinfahren. Ich würde das gerne mal machen. Ja. Vorsicht, doppelter Überschlag in 3. 5 Euro, dass er gleich in die Luft fliegt. Da ist der Traktor ein bisschen nach oben. Oh, das ist wieder da, kein Problem. Oh. Alter, wie ist die Reifen runterdrückt. Ist das heftig? Ich glaube, du solltest ein Tonnengewicht dran bauen. Ja. Ach. Das wird kommen. Guck mal, wie die Reifen durchdrehen. Du musst nur eine gerade Fläche. Alter Vater, ey. Jetzt mit Schwung. Sehr schön. Boah. Du musst das. Alles knietscht und knirscht gerade. Ja, ne? Ja, echt krass, wie die Reifen knietscht, ne? Ich muss unbedingt ein Thumbnail von machen, ohne Witz. Was musst du? Ein Thumbnail von machen. Achso. Wir haben schon ziemlich viel drauf geladen, ne? Ja, wir sind auch nicht überladen oder so. Das ist absoluter Quatsch. Gar nicht. Ach, das ist nicht so schwer, das ist nur nass. Ja. Aber wir fahren auch hin, um zu gucken. Ich wollte nur gucken, wie ich mich jetzt hier blamiere mit Finger dem weg. Da kann man doch nicht rein, das ist doch scheiße. Ja, der ist Beifahrerskript, das fehlt wirklich, ey. Sollte nach vorne gucken. Boah, lol, Werner, was machst du denn da? Ja, laufen lassen, ne? Das ist manchmal nicht so gut. Ich mach jetzt hier mal eine kleine Abkürzung. Was? Boah, Werner, das hätte ich ja nie von dir gedacht. Ich hab Rundumleuchten an, ich darf das. Oh ja, genau, Randy, fahr noch rein, das macht Sinn. Ja. Mach das Ganze ein bisschen spektakulär. Lass ihn mal, ich will mal wissen, ob der besser geht, der Traktor. Mann, ey, hier, ich bin das Abstandsfahrzeug. Jetzt. Ey, du Mongo, ey, was ist denn nur los mit dir? Irgendwas läuft an deiner Kindheit schief, oder? Ja, Mann. Die Kindheit ist ja längst vorbei.
Na, kommst du schon ran? Kennt ihr nix? Liegt er schon wieder auf der Seite. Boah, lol. Ey, du auch noch, oder was? Ey, du bist doch so ein richtiger... Weißt du was, du bist so ein richtiger so Gruppenzwang-Typ, ne? Ich wollte dich wieder gerade buchsen. LOL! Ich wollte einfach nur einkehren vor dir, aber das, na gut, vergiss es. Wäre geil gewesen, wenn er die Brücke runtergefallen wäre. Kommst du hin? Ah, lol, was ist denn los, Randy? Lass doch schnell locker gewesen. Na. Wir könnten ein Video machen. Oh, wie viele Baumstümpfe muss man auf die Gleise legen, damit der Zug anhält? Ich hab da schon eine andere Idee, wird mal abgebogen. Will auch mitmachen, oh lol. Beim Aufbauen kannst du helfen, ja. Halt die Schnauze! Stehst dann am Ende hoch den Credits. Unverlinkt, mit der neuen interaktiven Outro. Ja. Aber Werner schöpft's nicht mehr. Ja, das tut dir bitte Not. So, und jetzt gleich in den See rein, ne? Ach so. Oh. Der wird beim Abdingen aber abschwacken, oder? Da gucken wir gleich mal nach. Ich hab da schon eine Theorie. Warte, links. Moment. Oh, okay. Leute. Außer Kontrolle. Da kommt die GTA viele wieder hoch, ne? Aber volles Rohr. So, ich brauche hier mal einen Platz, ladies and gentlemen. Erstmal fährst du über das Minus und wirst gesteppt. Oh! Ne, ich darf nicht drüber fahren, Moment. Oh, ja. Wenn da oben drauf ist, dürfte nichts passieren. Ja, nur wenn es nicht losgeht. Am 15er gab es ja wenigstens noch so eine Art Rampe, die du runtergefahren bist, hier gibt's gar nichts. Da kommen wir zum nächsten Update. Und hier eine Rampe hin. Krass, ey, die Reifen sind echt Hammer. 39 neu, ne? Mhm. Noch ein Stück. Ich bremse! Okay. Mach mal die Strecke los, bitte. Bin dabei. Bankrolle. Kannst du auch von innen mit I. Oder wie war das, Manus? Oh, okay, 22? 22,5? Boah. Das ist nicht schlecht. Kann man machen, oder? Kann man mitnehmen. Ist noch zu wenig. 22,5, nicht schlecht. Ja. Ja, Manus, wie war das denn nochmal? Was? Im Fahrzeug die Gurte lösen. Irgendwas mit I, oder nicht? L. Machst du alle Gurte dran und weg. Kannst du mal L drücken, Werner. Ah, Moment, ich muss die... Ah ja, okay. Dieser Jeep ist einfach zu nix zu gebrauchen, dieser Pickup, ey. Wollen wir nicht den Pickup und den anderen Hänger mal verkaufen? Da noch ja, mach ich jetzt. Sicherheitsabstand kennst du doch nicht, oder? Huch! Huch! Und gleich. Wow, ist der jetzt wirklich dick? Wer ist das bei mir? Freezy? Ja, richtig. Wenn ich den jetzt so abdrängle, was passiert dann? Wichs halt an. Der ist Beton. Ja, ich. Das ist hier aber auch Beton. Komm, oh nein! Oh lol! Oh lol! Oh lol! Oh nein! Oh, tschüss, Missy! Warte, ich. Oh lol! Ich kann auch ein richtig guter Überschlag, muss man sagen. Ich hab nur eine ganz Chance Nacht gesehen, Manus da runter zu schubsen, aber dann fall ich da runter. Boah, ich kenn die Stimme. So ungefähr so. Die Landleise mit Leis, bitte. So, Werner, pass auf hier. Mein Typ kommt selten allein. Kennst du? Wow. Wolltest du nicht den verkaufen gehen? Den verkaufe ich jetzt. Bitte, Mann. Nehme ich hier nochmal. Ein Typ kommt selten allein.
Aber wenigstens dreht er sich immer von alleine um. War ich nicht. Nutzlos, das gibt's gar nicht. ETF. So, auf jeden Fall, schmeiße ich mir hier den Anhänger hinten dran und fahre damit mal zum Händler. Presst ihn mal, dass wir da eine Million für bekommen. Mach ich. So, okay. Naja, ein bisschen Quatsch muss auch mal sein. Ja, ist schon. So, wollen wir den hier hinstellen gleich? So, welche Richtung ist der Händler? Ich unten rausfahren. Die da ohne Probleme, ne? Hier der Kleine. Tschüss! Soll der den beiden Anhänger verkaufen, oder? Meint ihr den anderen? Ne, den beiden Anhänger. Ja, den beiden Anhänger. Und der Pickup halt. Dann kannst du an dem Pickup hinten den beiden Anhänger dran machen. Genau, das war die Idee. Ja, bin ja schon unterwegs. Wahnsinn. Seh's gerade. Der Anhänger fährt mit dir spazieren, glaube ich. Hochkommen. Das wäre auch interessant, ne? Wenn wir mal, lass mal ganz kurz gucken. Der Zug fährt auf jeden Fall nicht direkt an unserem Gebiet vorbei. Der fährt da unten lang, wie du siehst. Haben wir nicht einen Zug, der was durch den Wald fährt? Schade. Na, hier sind zwar überall Bäume. Ja. Aber an der Bahnstrecke, aber nee. Den Zug, wo ich den platzieren könnte, wäre in der Nähe von der BGO. Was denn? Den Zug. Weil direkt an unserem Gebiet kommt er nicht vorbei. Oder wohl, warte mal machen? Hier. Fahrt Zug. Ach doch, der kommt hier bei den Schweinen außerhalb. Ja, aber welche Zuglinie ist es denn, die oben zum Holzgedöns fährt? Die ist die rechte. Ich muss schon wissen, dass hier draufladen. Was sich schon mal sehr schwierig gestalten wird, weil wir kein. Ja, doch, ein Frontlader halt, oder? Ne? Aber ich weiß nicht, ob der hoch genug ist für den Zug. Ach so, ich wollte gerade sagen. Brauche ich wahrscheinlich einen Bagger oder sowas. Sind natürlich die stationären Kräne da? Ja, dann müssen wir es an die Station fahren. Ja. Oh, das wird ja ein Spaß. Und dann fährst du einfach. Oh, ja, gut. An die Station? Ja, und dann halt auf den drauf. Aber dass ja, man jetzt sagt, man haut halt gleich auf den Zug in der Nähe. Dann fährst du 3 Meter weiter und lädst wieder ab. Dann fährst du die Runde zum Sägewerk und dann lädst du es ab. Ich weiß jetzt nicht, was es für einen Zug gibt. Gucken. Ich hätte aber auch noch einen Plan B, aber da gucken wir erstmal, was der Tino jetzt raushandeln kann. Also, ja, bin gerade dort angekommen. Ich Blödsinn-Kutsche hier. So. Tipptilup, tilup, tintum. Ja, mehr war nicht drin, Leute. Ich dachte, die ist vollkommen okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Was wollt ihr haben? Was wollt ihr kaufen? Wir haben ja auch keinen Credit mehr, ne? Nein, wir haben alles aufgebraucht. Ich hätte einen Vorschlag. Ne, Moment, lass mich gucken. Doch, ich hab einen Vorschlag. Ne, doch kein Vorschlag. Ja. Schlag mal vor. Noch 20 Sekunden. 30. 42 sind 60 sind 74 würde uns das kosten. Erzähl mal. Der Heizomat. Weiter. Heizomat plus eine Mulde, einen großen Container für den IT-Runner. Weiter. Das war's. Und wie willst du den Heizomat Hackschnitzel herstellen? Der stellt dir Hackschnitzel her. Fährst mit Bäumchen ran, macht brrrr und dann hast du Hackschnitzel. Ja, Heizomat verbrennt Hackschnitzel, um ich Geld zu generieren. Ist der Heizomat. Nee, der unter den Forst gedünsten. Ach so, warte. Nach dem, vor dem Stepper. Was ist das, platzierbare Objekte oder was? Nee, Forstgeräte. Ganz normale Forstgeräte. Ach der. Problem ist halt, sehr dicke Stämme können nicht verarbeitet werden. Ja, das ist. Oh, ich blockiere alles, sorry. Na gut, die können wir ja immer noch, die dicken Stämme können wir immer noch auf unseren IT laden. Das ist richtig. Oder? Ist da eigentlich da. Oder?
zweiter Plan. Man kauft sich den Jent, den BA725D. Denke ich, warte. Das ist halt die Frage, ob das jetzt gleich big ist. Den BA725D? Ja. Weil da hat der einen eigenen Antrieb? Der hat einen selbstständigen Antrieb, den kannst du frei hinstellen und der hat auch hinten so ein kleines Förderband hoch, sodass wir den in unseren wunderschönen Anhänger hier laden können, in der Sackschütze. Weißt du? Fährst du den drunter und dann läuft die Luzi. Aber das alles noch viel mehr in der nächsten Folge. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich könnte, von Deutschland fair. Nimm mehr oder gar nichts von. Nächste Folge. Beste Folge. Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben, da würde uns das sehr freuen. Elf Schwede. Bei den anderen vorbeigucken, alle in die Videobeschreibung verlinkt und hier auf diese hübschen Gedünste da draufklicken. Da seht ihr die ganzen Logos von den lieben Leutchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.